Genau, heute ist der Tag vor dem großen Tag so gesehen. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Hinter mir seht ihr noch unseren Weihnachtsbaum, aber wie ihr seht, schon ganz kahl. Das heißt, wir haben ihn abgeschmückt, denn morgen geht es ja ganz, ganz zeitig nach Düsseldorf zum Flughafen, um dann weiter zu fliegen. Eigentlich nach Warschau, um von dort aus nach Miami zu fliegen. Aber heute Morgen gab es dann schon den ersten Schrecken. Wir hatten einen Anruf von LOT, der Airline, mit der wir ursprünglich fliegen sollten, wollten, gebucht haben, die uns dann mitgeteilt haben, dass der Flieger überbucht ist und ob wir nicht über Zürich fliegen würden mit Swiss Air. Ja, an sich ja nicht das Problem. Ankunftszeit in Miami sogar etwas früher als mit dem anderen ursprünglich gebuchten Flieger. Allerdings nur knappe 2 Stunden, etwas über 2 Stunden Aufenthalt in Zürich. Ich bin da immer so ein bisschen schissig und habe dann zuerst zu meinem Mann gesagt, nee, nicht unbedingt. Ich so, müssen wir denn? Nein, müssen wir halt nicht. War halt erstmal nur eine Frage. Dann kam aber das nächste Problem. Wir wollten dann einchecken und hatten dann auf einmal diese Sitzplätze nicht mehr, die wir eigentlich genommen haben. Und ich bin ja jemand, ich möchte immer möglichst nahe bei der Tragfläche und vor allem den Fensterplatz. Also das ist für mich das Wichtigste beim Fliegen überhaupt mit. Und das war dann irgendwie auch so nicht möglich über diesen Flug. Und naja, jedenfalls schon ein erstes Chaos, ein paar Mal telefoniert mit LOT und dann irgendwann haben die uns sogar angeboten, wenn wir dann doch über Zürich fliegen würden, dann würden wir pro Person, also auch unsere anderen Mitflieger, 200 € Entschädigung bekommen. Ja, und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, wie das so ist mit Umsteigen in Zürich und so weiter, dass wir das jetzt einfach riskieren, weil die auch gesagt haben, sollten wir den Anschlussflug nicht bekommen, buchen die uns auf deren Kosten um. Dann haben wir uns mit den anderen beratschlagt und gesagt, okay, das machen wir. Ja, und dann hatten wir noch Flug, da konnte mein Mann uns dann einchecken und ich habe jetzt meinen Fensterplatz und wir sitzen auch relativ dicht alle beieinander. Die Clique, nicht ganz so, wie es vorher mal gebucht war, aber immerhin. Und ich denke, für uns beide sind es ja dann schon 400 € die Reise dadurch günstiger wird, kann man das durchaus dann am Ende machen. Ja, jetzt geht es also morgen dann von Düsseldorf nach Zürich mit Swiss Air. Von dort aus weiter nach Miami, nicht mit dem Dreamliner, sondern mit der Boeing 777, also 777. Ja, alles ein bisschen anders als geplant. Mal schauen, wie es alles so wird. Ja, und dementsprechend ist heute Weihnachten doch etwas chaotischer als sonst. Wir sind beim Packen, habe heute Morgen schon angefangen zu packen. Mein Mann packt jetzt noch ein paar Sachen. Dann habe ich hier noch ein kleines bisschen Grundordnung gemacht, damit, wenn wir dann wiederkommen, das hier auch relativ frisch aussieht und. Ja, solche Sachen halt. Jetzt warten wir quasi auf unsere Mitfahrer von hier. Die kommen heute Abend schon. Wir werden dann nachher an Weihnachten Döner essen. Einfach ganz schnell, dass wir hier nichts mehr vorbereiten müssen und hier nichts mehr rumsteht. Dann machen wir uns einen gemütlichen Abend und morgen geht es dann los. Und da nehme ich euch dann morgen natürlich mit. Ich mache dann morgen an dieser Stelle weiter. Ja, jetzt genießen wir noch den Rest vom Weihnachtsabend. Morgen zusammen. So, jetzt ist ja da der Tag. Heute geht's auf nach Miami. Ja, zuerst ja nach Zürich. Ich habe es ja gestern schon kurz erzählt. Alles ein bisschen umgemodelt, aber gut, jetzt ist es so. Kriegen ja auch eine gute Entschädigung, von daher macht das nichts. Koffer sind fertig gepackt. Einer unserer Mitfahrer ist schon hier. Der andere kommt dann bald und holt uns ab. Der andere ist auf dem Weg zum Flughafen schon. Kommt ja aus Herne, der Frank. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Tag weiter so verläuft. Den Apfel kannst du doch essen. Haben jetzt auch alle eingesammelt, so gesehen. Frankie haben wir ja hier getroffen. Ja, ich habe gerade ein Riesenproblem mit meinem Handy, kriege den Bildschirm nicht mehr entsperrt, irgendwie fällt mir der PIN nicht mehr ein. Im Shop konnten sie mir auch nicht helfen. Jetzt muss ich das Handy von meinem Mann einfach missbrauchen, das geht auch. Ja, wir haben jetzt noch genügend Zeit, sind schon durch die Kontrolle, werden jetzt was frühstücken und dann mal sehen, wie das so heute auf dem Flug wird.
Zürich, hatten einen ziemlich guten Flug mit Swiss Air, also das war richtig toll. Ja, und jetzt warten wir quasi auf unseren Anschlussflug, haben schon Passkontrolle hinter uns, nur noch circa eine Stunde Zeit und dann geht es weiter nach Miami. Passend dazu ist hier das Wetter wirklich sehr grau, als wir gelandet sind, hat es geregnet. Das ist dann eigentlich immer das perfekte Wetter, um irgendwo in die Sonne zu fliegen und von daher freuen wir uns jetzt einfach auf den Weiterflug und hoffen, dass es dann genauso gut ist. Also die Airline gefällt uns gut und von daher war das vielleicht ganz positiv, dass wir doch noch umgebucht wurden. Also kann man wirklich sehr empfehlen. Es gab dann zum Ausstieg Schweizer Schokolade und die war so richtig lecker, die habe ich jetzt schon genehmigt. Ja, ein bisschen sauselig ist man schon wieder, aber der Tag wird noch lang. Warten wir ab. Das ist fertig.